Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3, ihr Lieben. Und willkommen zurück zu Hochkönig Gorm, dem zweiten Ragnarsson von Schweden. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen religiöse Sachen gemacht. Wir hatten einen Großplot abgehalten, waren auf Pilgerfahrt in Norwegen und ja, haben unseren Sohn hier installiert. Warten noch auf gewisse Sachen, die passieren. Zum Beispiel, dass wir hier ihr Oberhäuptling Bajoras den Zweiten den Titel aberkennen können nach seinem Krieg hier. Aber dementsprechend, hier passiert nicht viel. Dänemark will weiterhin Smaland hier haben. Nee, Skane, Entschuldigung. Wollen wir jetzt noch nicht machen. Aber warten dann natürlich auch noch drauf. So, ansonsten, ja, lassen wir mal wieder weiterlaufen. Viel gibt es momentan noch nicht zu regeln. Worauf ich aber Lust hätte, ist, wenn hier dieser Aufstand mal vorbei ist, dass wir mal wieder versuchen, Arland an uns zu reißen. Weil eigentlich gehört das zu unserem, ja, Stammherzogtum. Unser Kind ist zurückgekehrt. Ja. Spieltreffen zurück. König Olvir wurde beeinflusst. Sehr schön. Benachbarter Herrscher verlor Krieg. Okay. Sie. Graf Martino von Como. Religionskrieg um das Herzogtum von Kuzeria. Okay. Dass die da unten auch mitkämpft, ne? Ist auch komisch. Ah, sie hat da Ländereien. Ah, ich sehe. Okay. Auch interessant. Auch interessant. Wir gucken uns das mal so ein bisschen an. Rassaria ist so ein bisschen zerfallen, habe ich den Eindruck. Naja. Westfranken, Lothringen. Bayern scheint echt mächtig zu sein. Großpolen. Uiuiui, guckt euch das mal an. Mann, Mann, Mann. So. So, kann er weiterlaufen. Schatten, Füße und Pfoten. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, mit Schatten täglich Gassi zu gehen. Und ich weiß nicht, wer von uns beiden die frische Luft und die Sonne mehr genießt. Schatten läuft vor und schaut sich zu mir um. Sein Bellen klingt wie ein Wo bleibst du denn? Und weiter geht's. Wir erhalten einen Laufhund. Gesundheit, mittlerer Bonus. Nicht schlecht. Also Schatten tut uns echt gut. Scheinbar. Wir haben Fettleibigkeit verloren. Oha. Also wir haben schon ein bisschen Schrecken, weil wir eigenwillig sind. Und ihn muss ich nicht beeindrucken. Angst ist ein deutlich besseres Werkzeug. Wir halten 25 Schrecken. Das machen wir mal. Ihr könnt Kriege erklären, Bündnisse aushandeln. Mit Tutmund, ne? Das machen wir mal. Oberhäuptling Balba von Kurland. Muss nicht sein. Titel vergeben ist immer noch das bekannte Thema. Und wir können zur Jagd. Das machen wir mal. Ab zur Jagd, die Lieben. Brunhilde wird erwachsen. Bevor es zur Jagd geht, werde ich sie mal verheiraten müssen. Wir gucken mal, gibt es denn eine anständige Partie? Königreich von Nordmannenarmee, Northumbria und so, naja, nee. Hm. Udburien und so, ne. Also da sehe ich nichts. Bündnis macht technisch. Oberhäuptlingstum von Finnmark. Der Haupterbe ist hier. Rikulf Olafsson Skitte. Wir schauen uns das mal an. Heirat arrangieren. Matrilinear.
Das könnte man machen. Ist auch eine vernünftige Partie, finde ich. Kann man machen. Vorschlag abschicken. Dann ist sie nämlich auch verheiratet. Sehr schön. Der Lärm der anderen ist in weiter Ferne als Sohn und Erbe Ragnar und ich uns an unsere Beute anpirschen. Nur die Größten sind unserer würdig. Wir sind fast schon in Reichweite, als Ragnar mir zuflüstert. Nun, da wir endlich unter uns sind, es gibt da etwas, was ich euch über Oberhäuptling Styrkar erzählen muss. Er ist der Oberhäuptling von Visby. Hat aber auch, ja. Was will er mir denn? Wie bitte? Erzählt mir mehr. So, was hat er denn da? Was ist das denn für ein Geheimnis? Hat eine Affäre? So, ist Affäre eine Straftat bei uns nochmal? Verbrecher, Verbrecher. Verbrechensdoktrin, hier steht. Verboten steht hier zwar, aber hatte ich da nicht was in Erinnerung, dass ich damit nichts anfangen konnte? War das nicht so? Er ist uns ja echt gut gesonnen, ne, eigentlich, aber. Wie wollen wir damit umgehen? Bin da jetzt so ein bisschen überfragt, soll ich das nutzen? Wir können ja 7 Titel halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gute Frage. Gute Frage, Leute. Gute Frage. Wir lassen es erstmal. Jagd, Rückkehr aus der Wildnis. Ja, lassen wir uns. Weiß nicht, ob das jetzt viel gebracht hat. Keine Ahnung. Vasallen erklären sich den Krieg. Meinetwegen. Krieger Hütten in Halland gebaut. Okay, und ich sehe gerade, wir können auch unsere Streitkräfte jetzt wieder verbessern. Ey Leute, ich habe dann fast alles durch, ne? Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Hausmitglied wird angegriffen. Ja. König Ölvir ist beeinflusst. Setzen wir mal fort, wobei wir bei ihm ja jetzt schon fast mittlerweile 100 haben, ne? Also, bei den Vasallen 100 hier, da sind wir auch schon bei 100. Anscheinend können wir damit noch weitermachen bei ihm, dann machen wir das mal. Geld kommt auch rein. Oha, Leute, wir können wieder. Also, ich werde mal.
das hier mal komplett beenden. Wir haben bei allem Maximales drin, ne? So. Perfekt, das ist echt gut. Sirbjorn und Helena haben geheiratet. Zu unserer Tochter. Und er ist was? Am Hof von König Sölvi ist er. Er ist ja auch sein Erbe, ne? Nee, ist er nicht. Naja. Dann ist das halt so. Bemerkenswerter Gastdesign getroffen. Interessiert nicht so weit. Fraktion gegen uns geschaffen. Was ist das denn für eine Fraktion? Häuptlingstum von Schalaun. Naja, wir haben Diplomatievorzug. So, was? Welchen Weg geht er denn? Also, er hat jetzt. Er hat schon Schrecken. Erlaucht. Erlaucht ist so Führungspersönlichkeit oder Patriarch. Er hat ja so schon was so für seine Familie getan. Irgendwie fast alle mit ins Boot geholt. Ich glaube, das passt, ne? Also alle seine Söhne sind irgendwie versorgt. Das hat er gut ja, eingetüftelt, würde ich mal sagen. Ja. Gehen wir mal den Weg des Schwerpunkt auf Familie. Zur Herrschaft erzogen. Und die Kinder kriegen hier jetzt ordentlich, ja, ordentlich an Ausbildung. Herzogtum der Litauer. Jetzt können wir den Titel schaffen. Werden wir auch tun. Und er, unser Sohn, kriegt das jetzt auch. Machen wir das mal folgenderweise. Titel vergeben. Oberhäuptlingstum der Litauer. Sehr feine Sache. Sehr schön. Und ja, das tut ihm gut. Das tut ihm gut, das steht ihm auch, finde ich. So. So, Wälle und Gräben haben wir hier gebaut in Söndermannland. Ach, ich wollte ja noch gucken, was wir hier nehmen. Also, so, entweder nehmen wir Herbern. Haben wir mehr Aufgebote etc. Oder wir nehmen den Kriegsgrund. Kultur überhaupt. Aufgebotsstärke. Wir nehmen mal Herbern, ne? Das passt irgendwie mehr. Und was ich noch mal gucken wollte, ist, was ist, wenn wir aus unserem Glauben einen reformierten Glauben machen wollen? Das ist echt. Schaut euch das mal an. Kann er das machen? Habe ich ihm vielleicht doch was Falsches ausgewählt? Nee, da bräuchten wir echt so einen Theologen an der Macht. Haben wir aber bis jetzt noch nicht. So. Mein Cousin König Olvi soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten. Er ist huldvoll und ein Atheist. Okay. Mal gucken. Hier sein warmes Herz. Ja, er fand das gut. 25 Meinungen von uns. Sehr schön. Erbe wird Titel erben. Okay, weil er noch keine Kinder hat. Orva hat die Aufgabe mehr Kontrolle in der Gemeinde in Halland beendet. Okay.
Halland müsste ja jetzt dann auf 100 sein, ne? Ja. Dann schauen wir noch mal ganz kurz die Kontrollkarte an. Bornholm könnte man mal machen. Und ich werde mal jetzt in Arland mal wieder was suchen. Wem gehört Arland? Arland gehört dem Oberhäuptling von Estland. Das ist auch irgendwie seine Hauptstadt. Da suchen wir dann mal. Da schicken wir mal was hin. Also eigentlich müssten wir ihn, weil wir paranoid sind, ständig irgendwo hinschicken. So. Erstmal in Visby nehmen wir gerne dran. Teil, komfortables Leben. Wir sind anscheinend echt gesund, ne? Ich freue mich darauf. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, wie gut es ist im Leben. Und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Jo. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Gorm. Jawohl, das kennen wir. Ihr trübtes Urteilsvermögen. Als ich sehe, wie sich die Augen von Oberhäuptling Stürker bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade über Ingegerd gesagt habe. Wer ist Ingegerd? Irgendwie eine niedere Geburt, okay. Glaubt mir kein Wort. Was hat sie denn für ein Geheimnis nochmal? Affäre. Mit wem? Mit ihm hier? Ja, ach Gott, ne? So. Oh, ich sehe hier gerade, Waffenstillstand läuft aus. Okay. Bartspitzel hat ein Geheimnis offenbart. Und wir kehren zurück vom Festmahl. Ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Sohn Oberhäuptling Hans soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Seine Affäre, Rikissa, war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Also, wir werden das schon tun, ne? Darf nicht ungesühnt bleiben. Wir kerkern die mal alle ein. So. Mein Sohn Oberhäuptling Hans wurde als wahrer Vater des ungeborenen Kindes benannt, das Rikissa Boberg, eine Adlige aus Kassel, unter dem Herzen trägt. Hat er denn keinen Augenblick daran gedacht, wie viel Wert seine Gemahlin Oberhäuptling Elisaveta auf ihre Ehe legt? So, was haben wir denn hier für ein Geheimnis? Ratsmarschall. Ui, schön. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. So viel verändert das nicht. Außer, dass er jetzt ja, eingekerkert ist. Du
Wir haben ja zwei Königreiche. Ich muss mir mal den Erdfall nochmal anschauen. Er wird König von Lappland. Irgendwie passt das halt null, ne? Selbst wenn ich diesen Titel Königreich aufhebe, wird er das doch, oder? Also das ist, macht keinen Unterschied, glaube ich. Das ist interessant. Ich glaube ja. Ich glaube nämlich ja. Das wird es nämlich sein. Ich lasse ihn mal noch mal so ein bisschen im Knast und wir überlegen uns mal, was wir mit ihm machen. Ja, dann gucken wir mal weiter. Also ein bisschen muss er im Knast bleiben. Wieder ein Festmahl. Eieiei, wir sind hier nur am Feiern, ne? Ab nach Rügen. Welch schöner Abend. War's das? Interessant. Bekanntschaft in Nöten. Der hilfesuchende Blick, der mir meine Bekanntschaft eskelt. Ratsmarschall von Häuptling Seemund. Ja, ich werde die störenden Gäste ablenken. Das kennen wir ja auch schon. Festmahl zurück nach Hause. Lebt wohl, meine Vasallen. Irgendjemand ist gestorben. Unser Ratsmitglied Seemund ist gestorben. Das werden wir uns auch gleich mal angucken. Mein Freund Häuptling Seemund... Ist der jetzt nicht gerade gestorben? Nee, das ist ein anderer Seemund. Und ist unser Freund. Häuptling von Wigulmölk hier, okay. Hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Seemund hat es öffentlich mir gewidmet. Na, so sehr gefällt mir das Gedicht nicht, deswegen nehme ich das hier. Und er möchte ihn auslösen. Das lassen wir mal dezent auslaufen. Und dann gucken wir uns mal an, wer Ratsmarschall werden könnte. Nee, Entschuldigung, Ratskanzler. Und da haben wir unseren Sohn. Das werde ich machen. Unser Sohn wird Ratskanzler. Und nicht er, weil unser Sohn ist, glaube ich, sogar ausgezeichnet dafür geeignet. Ist reuevoll. Zuweisen. Sohnemann wird Ratskanzler. Sehr schön. Ja, ihr Lieben. Was ich noch mal kurz machen wollte, ist, bevor wir die Folge beenden, wer ist denn jetzt hier... Ah, okay, ich sehe... Ein junger Mann, Torband, ist hier jetzt Oberhäuptling von Smaland, ist von unserem Hause und sieht an sich noch stark aus. Bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Naja, ihr Lieben, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.